Kopfbedeckungen stecken Menschen in bestimmte Schubladen und die Ausstellung Hut ab zeigt, was für Schubladen das waren und fragt auch, ob diese Zuordnungen immer so ganz eindeutig waren oder sind. Und wir beginnen mit einem aktuellen Aufregerthema, mit Kopfbedeckungen, die aktuell in den Schlagzeilen sind, einmal dem islamischen Kopftuch und auch der jüdischen Kippa. Und das erste Objekt unserer Ausstellung ist das Kopftuch von Fereshta Ludin, die berühmt wurde, weil sie vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt hat, darauf, dass sie als kopftuchtragende Lehrerin in Baden-Württemberg arbeiten möchte. Mein Name ist Singh Salinda. Ich bin eine Sikh aus Punjab. Unser Guru hat uns gesagt, von Hunderttausenden, wir können sehen, der ist der Sikh, wer der Turban anhat. Ich habe nie irgendwo was Schwierigkeiten gehabt mit Turban. Ich habe Sondergenehmigung gekriegt. Wegen mit Turban kann ich mit Motorrad fahren. Ich brauche keinen Helm anziehen. Kopfbedeckungen wurden und werden auch dazu benutzt, eine Gesinnung auszudrücken. Und die berühmteste politische Kopfbedeckung haben wir hier, die französische Jakobinermütze. Das ist also eine Mütze, die für Revolution steht, für Freiheit steht, aber auch für Gewalt, Terror und wurde auch als Blutmütze bezeichnet. Das wertvollste Stück unserer Ausstellung ist dieser lederne Reisehut. Er gehörte Friedrich Schiller und er steht sozusagen für seinen Ausbruch aus der schwäbischen Heimat in die weite Welt. Also zuallererst hätte ich niemals gedacht, dass Hüte so interessant sein können. Hüte sind so was Alltägliches, was man jeden Tag auf der Straße sieht, aber nicht so wirklich wahrnimmt. Aber trotzdem gibt es so eine große Vielfalt von Hüten. Und hier sieht man wirklich jede Art von Hüten, auch von schlechten Zeiten, also zum Beispiel den Krieg. Ich finde alle sehr schön. Ich finde vor allem die schön mit den Federn, mit den bunten Federn. Die gefallen mir sehr gut. Unsere Ausstellung zeigt symbolische Hüte, Hüte, die zu Symbolen wurden. Sie zeigt aber auch, dass diese Symbole teilweise wieder verschwunden sind. Der Schnotzhut zum Beispiel war um 1800 der Schwarzwaldhut. Heute ist es der rote Bollenhut. Ich habe ja die große Ehre, einen meiner Hüte auszustellen, einen ganz besonderen, nämlich meinen ersten Bollenhut, mit dem ich vor über 8 Jahren als die Schwarzwald-Drag-Queen angefangen habe. Der hat schon ganz schön was mitgemacht, deswegen ist er nicht mehr ganz so schön. Aber er hat definitiv gelebt und ich bin ziemlich stolz, dass der jetzt so schön hier präsentiert wird. Besonders schön finde ich, dass ich hier in vielen Ecken tatsächlich auch Hüte aus dem Schwarzwald entdeckt habe. Nicht nur den Bollenhut, sondern auch die wunderschönen Backenhauben und da fühlt man sich dann gleich schon ein bisschen zu Hause. Ja, wenn heute noch Kopfbedeckungen getragen werden, handelt es sich meistens um Baseballkappen. Und diese Vitrine zeigt 2 Exemplare, bietet aber auch den Besucherinnen und Besuchern der Ausstellung die Möglichkeit, ihre eigene Kappe oder ihren eigenen Hut, ihre eigene Mütze zum Teil der Ausstellung zu machen.